Willkommen zurück zum Talkbus. Wir hatten ja gestern den Ecki zu Gast, der ist heute wieder da, weil wir gestern leider nicht fertig geworden sind, weil dieser junge Mensch tatsächlich jede Menge zu erzählen hat. Dann würde ich sagen, lassen wir jetzt die beiden mal schnell rein. Machen schnell die Elektrik an und die Tür normal auf. So, kommt da rein, könnt da rausgucken. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Tageskarte, die den ganzen Tag gilt. Eine Tageskarte. 24-Stunden-Karte. 5,70 Mark. Ja, die holen Sie sich bitte bei unserem Chef ab. Ich habe da mich dafür schon Ja, bezahlt. nee, dann kriegst du keine Fahrkarte. Ab nach hinten. Mann, oh, ich wollte eine Fahrkarte haben. Geh jetzt. Ja, ich sag dann auch noch mal Hallo. Ich bin froh, dass Steven heute fährt. Nochmal Freifahrt, das kann ich mir einfach nicht reinziehen. Das geht einfach nicht. Und begrüße zeitgleich natürlich auch noch mal unseren Gast, den wir gestern schon gehört haben. Weil wir da nicht zu Ende gekommen sind. Und zwar Ecki. Hallo! Ich Right, bin right, der right, Ecki. right. Hä? Hast du denn die Fahrt von gestern überlebt, ne? Eindeutig, muss ja so sein, weil sonst müsst ihr jetzt nicht mehr drin sitzen, ne? Es war hart, aber es ging, ja. War hart, aber an der Grenze, ne? Ja. Man muss nur wissen, wie man es macht. Ja, das sagen sie alle. Ja, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich meine, da wir hatten ja so ziemlich viele Themen angesprochen. Wir hatten OMSI Community angesprochen gehabt. Wir hatten angesprochen die YouTube Community. Wir hatten angesprochen OMSI Tests, so Testplattform. Und irgendwie sind wir bei YouTube nicht weitergekommen, weil wir irgendwie wieder abgeschweift sind. Ne? Das ist ganz schlimm mit dir. Also man kann ein Thema irgendwie, das hat mir Steven ja schon im Vertrauen auch noch gesagt, kein Thema, was man sich vornimmt, bis zum Ende erzählen, weil man immer abschweift. Das hat aber Dem weniger Sinne würde ich was mit ihm selbst zu tun, als nicht mehr mit unserem Format, weil das ist bis jetzt bei jedem Gast passiert. Echt ja. mal. Ja, das stimmt schon. Ich meine, man kann natürlich schon rigoros durchgreifen, du hast dann Checkliste und so, oder sprichst du dann alles runter, aber das ist ja auch, da vergeht ja auch irgendwo der Spaß, ne? Das hat ja damit eigentlich in dem Sinne ja dann nichts mehr mit zu tun, mit dem Omsi-Bus, ne? Aber ich würde sagen, Ecki, wir waren ja auch bei YouTube stehen geblieben und ich habe ja da, ich habe deinen Kanal ja ein bisschen angeguckt, ne? In der Zwischenzeit hatte ich ja mal ein bisschen Zeit dafür. Oh, mein Und Beileid. habe festgestellt, ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber habe festgestellt, dass du mehrere Videos angefangen hast, die dann aber nicht wirklich zu Ende gebracht hast, beziehungsweise die Spiele nicht zu Ende gespielt hast. Kannst du mir oder uns vielleicht erstmal erklären, warum? Fehlte dir die Motivation oder was weiß ich? Hat es keine Views gebracht oder was weiß ich? Waren schon zu viele, die den Scheiß gemacht haben, sprich aus. Naja gut, von den Views her war es eigentlich ganz okay. Also ich habe irgendwie, also ich bin zufrieden, wenn ein Video 20 bis 30 Aufrufe im Schnitt hat. Das ist eigentlich ganz gut und damit kommt man eigentlich auch gut hin so. Und anhand der Abonnenten ist es ja auch eigentlich gar nicht so doof von den Aufrufzahlen. Allerdings will ja, also man bekommt ja zum Beispiel immer bei Bewerbungsgesprächen oder so aufgetischt, dass man irgendwie was Besonderes sein sollte. Besonders sieht man das ja in irgendwelchen Stellenausschreibungen, dass man hier der ideale Arbeitnehmer sein sollte für die Tätigkeit XY. Und am besten sticht man ja heraus, indem man anders ist als die anderen. Beispielsweise jetzt in YouTube, wenn man sich von der Masse abhebt und das irgendwie publik wird, dann geht es eigentlich rasend schnell. So die Theorie und so kriegt man es von allen, die es geschafft haben, immer vorgegaukelt. Findest du deine Nische, findest du deine Base, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze auch funktioniert. Und das Ganze habe ich halt auf meinem Kanal festgestellt, dass das nicht so ist. Also es ist nicht unbedingt förderlich, wenn man jetzt mit Call of Duty oder Battlefield ankommt, wo doch viele, viele YouTuber, sehr, sehr viel größere YouTuber das auch machen. Und dann
ist halt irgendwie der Sinn nicht da und beziehungsweise nicht vorhanden, dass man das auch machen sollte, weil es gibt schon tausend andere Leute, die das auch machen. Deswegen ist das für mich relativ sinnlos gewesen und ich hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr, weil gerade die ganzen Ego-Shooter, die haben mir keinen Spaß bereitet, so, weil... Ja, aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, wenn du das so siehst, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dann dürftest du offensichtlich auch nicht Let's Play. Ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wieso? Beim Omsi, ich habe beim Omsi nicht sehr viele gesehen, die die es drauf haben, aber machen uns verdammt viele. Ja, es machen verdammt viele, die auch, warum auch immer, exorbitant hohe Klickzahlen haben im Vergleich jetzt zu, ich sag jetzt mal, unseren Videos. Aber da bin ich der Meinung, dass von der Qualität her nicht viele da sind, die einen hohen Qualitätsstandard haben. Wie zum Beispiel sehr große Let's Player, weil die lassen ja die Simulation komplett aus, weil es ein Genre ist, was eher von der Gaming-Community belächelt wird. Also allen voran ja der Landwirtschaftssimulator, da hat keiner irgendwie ein Ziel. Oder auch beim Omsi. Da kriegst du auch irgendwie von einem gesagt, der das Spiel bisher nie gespielt ist, ja, ist ja toll, machst immer die Türen auf und zu und fährst da durch die Gegend. Ist halt im Endeffekt so, aber die Faszination liegt halt woanders. Das ist richtig, also das merke ich ja auch selber. Also ist, wenn ich das mal so sagen darf, es ist ja eigentlich, wenn man um sie fährt, ist es ja tatsächlich so, dass es ein Spiel ist, dass du fährst deine Linie, hast einen Bus, dir macht Spaß, den Leuten gucken sich das an und da muss man dann halt mit seiner Art, die man halt so hat, muss man dann pumpen. Da ist das Spiel dann nicht mehr im Vordergrund, sondern eher schon im Hintergrund. Das genau. Ist das Ziel, was man erreichen muss bei dieser Genre. Also hier, wie gesagt, also die Situation spielt. Ne? Genau, also wenn anders sieht es aus bei Ego-Shootern oder was weiß ich was, Future-Spiele oder keine Ahnung was, ne? Science-Fiction und hast du nicht gesehen. Da sieht die ganze Sache nämlich wieder anders aus. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, weil ich jetzt schon so viele mache, mache ich es jetzt nicht. In erster Linie geht es darum, dass ich diese Videos für mich mache. Und in zweiter Linie geht es darum, dass, wenn es den Leuten gefällt, dass man dann halt weitermacht. Du willst also ja schon, dass die Videos angeschaut werden. Du hast ja auch klar. Du hast ja das Ziel, den Kanal aufzumachen und dadurch willst du dann Leute unterhalten. Das ist ja das Ziel. Ne? Korrekt. Und wenn du dann siehst, mit dem und dem Spiel kriege ich das nicht auf die Reihe, dann versuchst du dich halt an neuen Sachen. Und dann kommt halt auch der Spaß automatisch zustande, weil eigentlich ist es ja so, bei den ganzen großen AAA-Titeln hat man gar keine Gelegenheit, sich wirklich groß artikulieren zu können, weil eben die ganze Zeit irgendwas passiert und man die ganze Zeit von irgendwelchen Special Effects erschlagen wird. Und beim Omsi ist es halt eben so, da hat man immer die gleichen Abläufe, die Leute haben noch was zu sehen, jetzt halt auch verstärkt was Neues, weil es eben die beiden Add-ons gab. Und man hat auch noch selbst Spaß dabei und in aller Ruhe das erzählen und das machen, was man machen möchte. So. Ja. Dann kommt halt noch dazu, wie ich ja schon eben sagte, es machen nicht wirklich bedeutend viele. Viele, also du findest zwar schon viele Videos, die irgendwas mit dem Omsi zu tun haben, aber dann sind es entweder schlecht aufgenommene Omsi-Videos, dann nicht kommentierte oder irgendwelche von irgendwelchen Kleinkindern, die meinen, sie wären der große Macker und schalten schon Google Ad-Werbung drauf und bla. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so das Wahre. Ja, so ein, da ist meiner Meinung nach doch noch eine Nische. So ein Beispiel hatte ich gestern auch. Da habe ich auch ein Let's Play zu Omsi gefunden, habe mir das angeklickt und was war's? Es war ein Gameplay. Eben. Wuhu! Ich habe mich gefreut. Ein Gameplay ist ja schnell gemacht. Da ist ja kein Aufwand dahinter großartig. Ja, das schon. Aber kommt aufs Gameplay an. Wenn du jetzt so den Tick hast wie ich, dann noch unbedingt Musik im Hintergrund haben zu wollen, dann wird schon ein bisschen aufwendig. Ja.
Ja, die Musik muss jetzt auch nicht sein. Oder Thomas? Ja, ich sag mal so. Hat immer Unterschied. Jeder hat seine unterschiedliche Auffassung, das ist auch in Ordnung. Also ich persönlich halte von Gameplay ist absolut null. Und schon gar nichts, schon gar nicht. Wenn da sowieso immer ein und dieselbe geschissene Musik rumdudelt da. Ne? Das ist doch der Witz an der Sache gewesen. Ja, das war der Witz an der Sache war der, dass du mich damit ärgern wolltest, ne? Nein, der Witz an der Sache war... Ja? Na? Ich hab's gewusst. Na komm, Witz, komm raus. Na? Der Witz an der Sache war, dass ich mir dadurch in gewisser Weise ein Markenzeichen machen wollte. Das war der Sinn dahinter. Mit ein und derselben Musik? Ja. Also ich weiß ja nicht, wie viele Leute das angeguckt haben, aber ich glaube, die haben das so angeguckt, nämlich gar nicht. Die haben einfach nur angemacht, damit sie eine Musik haben. Ist egal. Das haben über 400 also, Leute jeweils also das angeklickt. Jetzt, das hab ich gemacht. Was? Die meisten sind über 400 Leute haben das. Die meisten, ja, über 400 Mal. Ich hol mal eben mein Tablet raus her, dann gucken wir das mal eben an. Waren bestimmt alles so Fake-Leute. Ja, wahrscheinlich war das alles eher, ne? Eben ja. Mit F5. Aber sowas von. Das würde ich immer nicht so unterstellen. Nee, sowas machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber man merkt schon die Entwicklung auch. Also das ist ja bei mir, ist es ja auch, man geht da so eine Entwicklungsgeschichte durch, man hat eine Idee, die wir dann halt umgesetzt haben, sei es das Let's Play geht zu dritt, jetzt zuletzt halt auch zu viert. Oha. Oder Omsi Talkbus, das war ja die Ursprungsidee, kam ja von Steven, oder hat mich darauf angesprochen, ja, willst du den da nicht mitmachen? Da habe ich halt auch mal der Vorschläge da eingebracht und jetzt ist es zu dem geworden, was es ist. Und ich würde mal sagen, der populärsten Gast, den wir hatten, das war ja in der Weber 18 bislang. Bin mir aber auch sicher, dass wenn wir irgendwann das Format so großgezogen haben, dass auch Kronk mal zu unserem Besuch kommen wird. Das glaube ich nicht. Ich auch eher weniger. Fragen kostet nichts und was ich gehört habe, geht er wohl immer sehr auf solche Formate ein. Okay. Ja, er ist schon auf Community-Arbeit bedacht, ja, aber... Man muss es einfach mal probieren. Von wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist eine ganz einfache Regel. Und da wenn man das nicht durchzieht, dann zieht man es nicht durch. Das ist so. Ja, nur ich bin halt der Meinung, wenn ich jetzt irgendwas anfange, dann ziehe ich es auch bis zum Ende durch. Weil andersrum ist es dann wieder so, dass du dann verschissene Zeit hast, ne? Nee, nicht unbedingt. Kannst du daraus lernen. Natürlich entwickelst du dich da weiter, das hat ja damit jetzt gar nichts zu tun, aber wenn du jetzt anfängst und was weiß ich, ich sag jetzt mal, man spielt jetzt ein Spiel, ne? Was weiß ich, GTA oder was, ne? Man fängt damit an, man nimmt jetzt dann, was weiß ich, schon, hat 8 Stunden aufgenommen, macht die Parts gerade fertig, rennt den Scheiß oder liegt gar schon alles auf YouTube, muss nur jeden Tag jetzt rausgekloppt werden, ne? Dann würde es mich ärgern, wenn ich dann mitten im Spiel aufhören müsste. Ja, das stimmt wohl. Weil ich ja dann in dem Sinne, weil das ist, die YouTube-Plattform ist ja nicht nur für was für deine Abonnenten, die du hast. Ne? Das ist sondern auch was für dich. Du siehst, wenn du deine eigenen Videos anguckst, nein, aber was du vor einem Jahr gemacht hast beispielsweise, ja, siehst du so eine Entwicklung mit. Und merkst es auch selber, oh, da habe ich noch gedacht, oh, da war der Sound noch nicht so richtig klasse, oh, das war noch richtig abgemischt, oh, da war noch ein bisschen Pixelhaufen hier und so. Und da geht man seine eigene Entwicklung dann durch. Guck dir mein erstes Video an. Das war bestimmt eine Vollkatastrophe. Ja, eine Vollkatastrophe war es jetzt nicht. War jetzt auch schon 1080p, aber da habe ich den Sound, also meine Stimme, auch noch mit Flaps direkt aufgenommen. Okay. Und das war auch so eine laute Karre. Ich glaube, ein SD77 war das auf Rheinhausen. Ja, irgendein SD200 war es. Also ich weiß nur von meiner ersten Aufnahme, das war Euro Truck Simulator 2. Ich war zu faul, alles rauszuschneiden und habe mich in der
Begrüßung so dermaßen verhaspelt und habe so dermaßen viele Fehler reingehauen. Und das dann halt auf YouTube hochgeladen. Das ist bis heute mein meistgesehenes Video. Im Nachhinein schäme ich mich so ein bisschen darum, aber naja, so kann ich wenigstens sagen, ich habe nie irgendwas rausgeschnitten und alles ist so live entstanden beim Spiel, was ja auch tatsächlich so ist. Ja, klar. Das ist immer halt immer so eine Sache, ne? Aber worauf ich noch hinaus wollte, ne? Oder hatten wir da schon, mein Gedächtnis ist nicht so gut, mit dem Nischensuchen, ne? Ja, das mit den Nischensuchen, das ist immer so eine Sache. Also, es gibt viele Let's Player, die nur damit groß geworden sind, weil sie den Hype gefolgt sind. Ja. Kronk sagt selbst, er war zur rechten Zeit mit der rechten Idee am rechten Ort. Ja, ist ja auch so. Kronk sagt selbst, er hat verdammte Scheiße einfach nur Glück gehabt. Ist auch so. Und demnach gehe ich davon aus, dass es jeden von uns treffen könnte. Sofern die Qualität stimmt. Ja, wenn man zur rechten Zeit am rechten Ort ist, ne? Du hast ja gesehen, die Qualität muss nicht unbedingt stimmen, um groß zu werden. Was heißt, ab wann definieren wir das groß? Ab wann wir groß definieren? Ja. Wenn der Kanal sich selbst trägt und die Leute von sich aus mal darauf kommen, kommentieren zu können, gefällt mir abzugeben und die Videos weiterverbreiten. Dann wäre ich aber schon groß. Also ich würde sagen, ein YouTuber ist dann groß, wenn er potenziell von dem, was er tut, sagen wir mal, einen guten halben Monat leben kann. Das dürfte so ungefähr bei 70.000 bis 100.000 Abonnenten sein. Ja. Wie gesagt, da wären wir ja wieder auf der Schiene, die wir ja gestern auch schon angesprochen haben, das Finanzielle. Das Finanzielle steht bei mir, also für mich jetzt jedenfalls, nicht im Vordergrund. Definitiv. Darum sage ich potenziell. Es ist schön, was davon mitzunehmen, gar keine Frage. Man kriegt vielleicht damit seine Unkosten gedeckt. Das war's dann. Aber dass ich davon jetzt leben will, also natürlich ist es ein Ziel, aber ob man das erreicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und ich kann es auch Let's Play auch nicht ausstellen, die sagen, ich mach das nur wegen Geld. Das finde ich scheiße, weil irgendwo geht dann ja auch der Spielspaß verloren. Und in erster Linie spielst du das Spiel ja, weil es dir Spaß macht. Du würdest ja niemals ein Let's Play spielen, ich sag jetzt mal Let's Play machen zu einem Spiel, was du abgöttisch hast. Wobei, das wäre auch eine schöne Möglichkeit. Also wäre mal eine Alternative. Wäre eine Idee mal wert, so eine Fail-Competition oder sowas zu machen, ne? Nee, einfach den ganzen übelst Tag über dieses Spiel ablästerst. Das ist doch genau. Super. Nur über dieses Spiel ablästern. Jetzt gut, aber auch mich, da gibt es dann wieder doppelte und dreifache Meinungen, wenn man das mal so sieht, ne? Da hast du dann einerseits die Meinung von dir, du findest scheiße, und dann hast du Abonnenten, die sagen, das ist das geilste Spiel von überhaupt, du bist ja nicht mal ganz frisch in der Batterie. Warum spielst du denn Scheiße denn überhaupt, wenn es dir überhaupt sowieso gar nicht zusagt? Ja. Wäre doch was. Ja, natürlich wäre es was, aber weiß ich nicht. Da ist es wieder eine Kosten-Nutzen-Frage, die man sich da stellen muss. Ja, die ist aber immer gegeben. Wie sieht denn das überhaupt aus? Machst du noch was anderes auf YouTube, außer zu produzieren? Ich? Ja. Meinst du damit was anderes? Also meinst du, dass ich andere Videos angucke und dann kommentiere? Ob du auch Konsument bist? Ja, klar. Ich guck mir. Ich habe sehr viele Abonnenten, also wo ich abonniert habe. Wo ich mal alles reinziehe. Klar. Okay. Das ist ja auch ein schöner Zeitvertreib. Ich meine, man ist ja in einer Community und man muss die Community natürlich auch ein bisschen ausleben. Ne? Da kannst du nicht derjenige sein, der produziert und die ganzen, sag jetzt mal, die ganzen Videos hochlädt und dann sich nie wieder blicken lässt auf YouTube. Ja. Das kann man nicht bringen. Wie siehst du so die Entwicklung von dem Katzenportal zum Kurzfilm Hollywood
sag ich mal. Katzenportal? Ja. Das Katzenportal.